gespannt, ob diese komische Frau heute wieder ins Charlotto kommt. Was für eine komische Frau? Nein, nein, ich muss gleich los. Freddy ist sich sicher, dass sie Restauranttesterin ist. Quatsch. Nur weil sie wissen wollte, ob die Melone eine Cantaloupe-Melone ist. Sie kannte aber auch die deutsche Bezeichnung, Warzenmelone. Ich bitte euch. Kennt sie auch die Charente-Melone? Die was? Ne, müsstest du eigentlich kennen, die wird in Frankreich angebaut. Seit wann kennst du dich mit Melonen aus? Eine Patientin hat sich mal an einer verschluckt. Ah, oh, da frage ich sie nachher gleich mal. Charente, wie? Tee. Und wenn sie sie kennt, ist das der Beweis, oder was? Nein, aber ein weiteres Indiz. Jonas, Lisa, beeilt ihr euch bitte mal. Den Beweis habt ihr erst, wenn es in der Zeitung steht. Ne, dann ist es ja zu spät. Stichwort, ich muss los. Und wenn euch einfach ein bisschen Mühe gebt. Wo wollen wir denn den Grill aufbauen? Ja, am besten da hinten im Garten. Hoffentlich kommt das Catering pünktlich. Wie oft hast du da gestern angerufen? 10-mal? Es wird nur einmal 50. Was meinst du, soll ich jetzt mit der Rede das Buffet eröffnen oder lieber später den lustigen Teil? Lieber später. Wer weiß, vielleicht gibt's ja gar kein Buffet. Wäre doch schade um deine schöne Rede, hm? Oh nein. Hast du die etwa eingeladen? Die ist immer noch meine Frau. Hättest mich doch wenigstens vorher fragen können. Und was hättest du gesagt? Na, was wohl? Eben. Hallo, Marlene. Na? Schön, dass du da bist und uns helfen willst. Du wirst ja nur einmal 50. Eben. Das gibt's erst um 12. Oh. Hallo, Siegfried. Marlene. Tja, wie du siehst, es gibt doch noch viel zu tun. Ich würde aber vorher gern noch mal mit dir sprechen. Um was geht's? Um uns. Wie du weißt, ich habe viel nachgedacht. Na, dann will ich euch mal nicht weiter stören. Ach, Siegfried, jetzt hör doch mal auf. Marlene, mir ist plötzlich... Oh. Klaus? Klaus! Klaus! Hallo. Hallo. Ich brauche noch die Akten für die Dienstbesprechung nachher. Dort. Das hört sich aber müde an. Legst du wieder Platten auf? Ich war bei so einem Gesprächskreis. Für Eltern, die ein Kind verloren haben. Warum hast du nichts gesagt? Ich wäre mitgekommen. Das war mehr zufällig. Ich bin gestern Abend beim Zeitunglesen draufgestoßen. Zeitunglesen? Komme ich schon lange nicht mehr dazu. Außerdem hätte es wieder so ausgesehen, als ob ich dich therapieren will. Was du jetzt natürlich nicht machst. Du könntest mir heute Abend davon erzählen. Bei Freddy gibt's Fasan. Bei mir gibt's heute Abend ein Entspannungsbad und danach gehe ich sofort ins Bett. Na gut, wie du meinst. Das hätte ich aber jetzt nicht ausgeschlagen, so wie er sich um dich bemüht. Kann ja sein, aber ich bin einfach zu müde. Ich verstehe das nicht. Warum bricht er einfach zusammen? Du hörst doch, was der Arzt sagt. Näheres erst in der Klinik. Hat er das schon mal? Na, nicht so lange er mit mir zusammen war. Was soll das heißen? Nicht, Siegfried. Sind Sie ein Angehöriger? Wieso? Es kann nur eine Begleitperson mitfahren. Ich steige ein. Ich nehme ein Taxi. Danke. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe mich geschnitten. Oh, das muss aber ein scharfes Messer gewesen sein. Ich bin froh, dass noch alle Finger dran sind. In der Ambulanz wird man sich darum kümmern. Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Vielen Dank, Dr. Brentano. Ich würde es ja schnell selbst machen, aber ich muss gleich in den OP. Schade. Ja, finde ich auch. Oh. Also, bis dort hinten, dann rechts. Viel Glück. Danke.
Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Tschüss. Im eigenen Garten einfach so. Aceton haben wir schon in den Blutzucker gerührt. 30 Millimol pro Liter. Das ist viel zu hoch. Draußen wartet ein Angehöriger. Dann möchte ich sprechen, wenn ich hier fertig bin. Ach, Herr Chefarzt, das ist Frau Rieger, seine Ehefrau. Dr. Heilmann? Und Frau Rieger, Ihr Mann ist immer noch bewusstlos, ein diabetisches Koma. Entschuldigung, ich war nur kurz. Wie geht's Ihnen? Guten Tag. Herr Frey, der Lebensgefährte meines Mannes. Hier sind wir ungestört. Ich müsste wissen, ob es in der Familie Ihres Mannes Fälle von Diabetes gab. Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß, sein Großvater hatte Altersdiabetes. Ja, gut, dann werden wir ihn erstmal stabilisieren. Wir bräuchten noch seine Versicherungskarte. Hast du daran gedacht? Wahrscheinlich in seinem Portemonnaie und das kann sonst wo sein. Ja, oder in der Kommode im Flur. Den Gründerzeittrödel haben wir da längst entsorgt, gleich nach meinem Einzug. Ich müsste zu meinem nächsten Patienten. Bringen Sie bitte für Herrn Rieger ein paar persönliche Dinge mit. Wir werden ihn einige Tage hier behalten. Ist es was Ernstes? Das wissen wir erst, wenn die Anamnese abgeschlossen ist. Geben Sie die Karte einfach im Schwesternzimmer ab. Dankeschön. Warum bist du eigentlich so genervt? Ist es, weil ich hier bin? Nein, nein, mir würden die Ärzte wahrscheinlich gar keine Auskunft geben. Ich bin ja nur der Lebensgefährte. Du machst es mir nicht leicht, Siegfried. Mir auch nicht. Sie hat nicht ein Stück davon gegessen? Es ist ihr zu säuerlich. Säuerlich? Auf jeden Fall will sie jetzt die Weinkarte. Was ist daran bitte säuerlich? Nein, du bist überhaupt nicht säuerlich. Perfekt. Was hat sie bloß? Du sprichst mit einer Melone? Das ist eine Charente-Melone. Aha. Was willst du? Ein Bier? Wir haben eine Gastrokritikerin hier. Eine was? Nicht umdrehen. Ich habe neulich mal bei Zwei Stadt Magazin vorgefühlt, ob sie uns nicht mal erwähnen wollen. Und siehe da. Ach, hallo. Hallo. Jetzt will sie die Dessertkarte. Ich möchte wirklich mal wissen, wo sie das hinsteckt. Ich habe ihr deine Creme Brûlée empfohlen. Wie hat sie reagiert? Gar nicht. Ach, jetzt sag bloß, du kennst sie. Ja, eigentlich nicht. Alles klar. Kannst du nicht mal rauskriegen, was sie so denkt? Ich soll was? Das Bier geht aufs Haus. Na gut. Besser hätte ich das auch nicht hingekriegt. Dr. Brentano, gehört das jetzt zur Nachsorge der Sachsenklinik? Wir tun, was wir können. Hat es Ihnen geschmeckt? Sehr gut sogar. Wollen Sie sich nicht setzen? Warum nicht? Ich bekomme gleich Dessert. Aha, was denn? Weiße Mousse Schokolade. Gute Wahl. Sie lächelt, als hätte sie ihn sofort durchschaut. Philipp macht das schon. Na, erkennst du es wieder? Da haben wir festgestellt, dass das gar keine tragende Wand ist. Und? Ist doch alles viel heller und luftiger. Hat sich sehr verändert. Tja, ist jetzt unser Wohnzimmer. Mich wundert's, dass du Klaus dazu überreden konntest. Das war nicht leicht. Aber was tut man nicht alles aus Liebe? Geht mich auch gar nichts an, wenn ich bedenke, dass ich ihn auf deine Vernissage mitgeschleppt habe. Nie im Leben wäre Klaus allein in eine Galerie gegangen. Hast du ihn vielleicht auch nicht so gut gekannt, wie du dachtest? Hab sie. Und noch einen Schlafanzug. Soll er den im Krankenhaus tragen? Ja, warum nicht? So ein heißes Teil. Ich eine Restaurantkritikerin. Prima Idee. Nein, da können Sie absolut Entwarnung geben. Heißt das jetzt ja, sie ist eine oder nein, sie ist harmlos? Keine Ahnung. Ach, jetzt verstehe ich. Also Sie meinen, weil ich mir so viel bestellt habe. Mir war heute so. Sie essen wohl sehr gern. Wie darf ich das denn verstehen?
Sie etwa nicht? Doch, doch. Ich muss ein bisschen aufpassen. Na, dann passen Sie mal weiter schön auf, Herr Doktor. Ich heiße übrigens Carola Klebe. Ich nehme noch ein Stück von der Stachelbeer-Baiser-Torte. Und Sie? Philipp Brentano. Einmal Philipp Brentano. Ich glaube, ich bleibe dann lieber bei meiner Baiser-Torte. Gut. Mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, als mir die Schwester gesagt hat, dass du wieder wach bist. 2 Dutzend Gäste eingeladen und ich klappe zusammen, bevor es losgeht. Die Feier holen wir nach. Hm. Weißt du schon, wann du wieder rauskommst? Was sagt denn der Arzt? Ist es wirklich Diabetes? Es sieht so aus. Ich komme hier mit einem halben kalten Buffet an. Und damit kannst du nachher im Schwesternzimmer groß rauskommen. Ach komm. Ist doch alles halb so wild. Ja, ja. Broteinheiten zählen, nach der Uhr essen. Kann auch sein, dass ich mich täglich spritzen muss. Ja, dann ist das eben so. Hier, dein Schlafanzug. Ich dachte schon, du kommst mit einem der Modelle vorbei, die wir auf Hawaii gekauft haben. Oder hat den Marlene ausgesucht? Klaus, nach deiner Einlieferung. Mir hätte doch kein Arzt und keine Schwester irgendwas gesagt. Wenn ich Marlene dabei gewesen wäre, als deine Frau... Siehst du, dann war es doch gut, dass sie da war. Sie ist nicht mehr deine Frau, höchstens auf dem Papier. Verstehst du, wir sollten das langsam mal regeln. Siegfried, lass uns später darüber reden, ja? Ich fühle mich ziemlich schlapp. Kommst du morgen wieder? Na klar. Was denkst du denn? Mit Milch, bitte. Ist das, wonach es aussieht? Ich fürchte, ja. Wie alt? 50. Oh. Seit gestern. Wir warten erstmal auf die Biopsie. Morgen, guten Morgen. Auch einen Kaffee? Nein, danke. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Es deutet einiges darauf hin. Wir haben gestern den Ultraschall gemacht und weil wir einen unklaren Befund hatten. Ein CT. Bauchspeicheldrüse. Da hört man doch immer, dass da gar nichts mehr zu machen ist. Das kann man so absolut nicht sagen. Ich möchte heute noch eine Biopsie machen und dann über die weitere Vorgehensweise entscheiden. Haben Sie noch Fragen? Wenn ja, sagen Sie der Schwester Bescheid. Ich komme dann sofort. Ja, danke. Bitte. Wollen Sie jemanden anrufen? Ich kann Ihnen eine Telefonkarte bringen. Ja, danke, Schwester. Ja. Dankeschön. Hier unten ist noch der Rest. Ja, morgen allerseits. Morgen. Ach, Schwester Ulrike, denken Sie daran, Herrn Schröder aus Herrn 19 zum Röntgen zu bringen? Und Herr Becker muss zur Physiotherapie. Ja. Und dann, ach, dann machen Sie erstmal Pause. Alles klar, perfekt. Und, gut geschlafen? Das war mal nötig. Sie wirken aber auch so, als könnten Sie Berge ausreißen heute Morgen. Bäume. Bei mir ist gestern spät geworden. Trotzdem noch so fit, wie machen Sie das? Alles eine Frage der Abendgestaltung. Ja, da gibt's bei mir nur 2 Möglichkeiten. Gutes Fernsehprogramm und nicht so gutes Fernsehprogramm. Ich habe gestern im Charlotto zufällig eine Patientin getroffen. War schön. Offenbar. Oh, Schwester Ulrike? Ja? War schön. Wie meinten der das? Du bist albern. Was hat der Arzt denn sonst noch gesagt? Er will erst sehen, was die Gewebeprobe ergibt. Vielleicht solltest du dich jetzt auch erstmal nicht so verrückt machen. Kannst du mir mal sagen, wie das gehen soll? Weswegen ich dich angerufen habe, Marlene. Wenn es Krebs ist, nach allem, was passiert ist, könnte ich dann trotzdem noch mit deiner Unterstützung rechnen. Klaus, natürlich. Du bist mir doch immer noch wichtig. Wie hat denn Siegfried reagiert? Der weiß noch gar nichts davon.
Klaus. Ja, ich weiß. Du kennst ihn doch. Ich will ihn nicht unnötig beunruhigen. Ihr lebt zusammen. Er müsste an meiner Stelle hier sein. Vielleicht ist ja alles gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Siegfried und ich, das ist ganz anders als bei uns beiden damals. Er ist nicht so stark. Ich gebe ihm Halt, er braucht mich. Ich glaube auch nicht, dass er das alles durchstehen wird. Liebst du ihn? Oder nur deine Rolle als starker Mann? Siegfried hat... Willst du das wirklich hören? Es ist wie ein neues Leben. Mit ihm habe ich das Gefühl, als würde ich noch mal ganz von vorne anfangen. Und ich glaube, ihm geht es ganz genauso. Kannst du das verstehen? Mhm. Aber dein Verhalten erinnert mich irgendwie so an die Zeit, als alle schon über Siegfried und dich Bescheid wussten. Nur ich lief noch rum und dachte, Wunder, wie glücklich meine Ehe ist. Marlene, ich wollte dich nicht... Du wolltest mich nicht verletzen, das weiß ich. Aber das genaue Gegenteil hat stattgefunden. Mach jetzt bitte nicht denselben Fehler bei Siegfried. Ja, ich rede mit ihm. Wir wollen Sie zur Biopsie abholen. Wann werden denn die Ergebnisse erwartet? Gegen Abend. Einen Moment noch, bitte, Schwester. Was wolltest du eigentlich gestern mit mir bereden? Das ist jetzt nicht wichtig. Aber wenn morgen Verbandstoffe geliefert werden, Sie sollen die Einserkanülen gleich mitliefern. Schicken Sie bitte gleich 2 Kartons Einserkanülen mit. Wiederhören. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich suche Dr. Brentano. Worum geht es? Eigentlich ist es mehr privat. Ach, er hat gesagt, er würde mir meinen Verband wechseln. Dr. Brentano operiert noch, aber den Verband kann ihn auch Schwester Auso wechseln. Danke, lassen Sie mal. Ich warte dann lieber. Naja, wie Sie wollen. Ich setze mich dann draußen hin. Sagen Sie mir, wenn er frei ist? Mach ich. Na dann, vielen Dank. Er ist frei. So, Herr Rieger, ich führe die Biopsienadel jetzt ein. Sie werden nur einen leichten Druck verspüren. Und durch die Ultraschallkontrolle verfolge ich genau den Weg der Nadel und sehe, wo ich Gewebe entnehme. Alles in Ordnung? Ja, bis jetzt, ja. So, ich ziehe die Nadel jetzt wieder zurück. Ja, das war's für das erste Erreger. Ja, das sieht doch sehr schön aus. Na, da liegt die Schönheit wohl wieder mal im Auge des Betrachters. Möglicherweise. Kann ich was gegen die Schmerzen haben? Vielleicht Comisit oder Vitalon? Sie kennen sich aber aus. Ja, ich habe gerade mein Examen in Pharmazie gemacht. Hut ab. Ich war mal während des Studiums mit einer Pharmaziestudentin zusammen. Wir haben uns kaum gesehen. Nur gut, sonst hätte sie vielleicht ihr Examen nicht geschafft. Schon möglich. Ich wollte nur mal fragen. Herr Becker aus der 19 ist gestern erst geröntgt worden. Ja, der soll ja heute auch zur Physiotherapie. Ach so, dann ist das hier falsch. Ja, und Herr Schröder? Ist jetzt wahrscheinlich bei der Physiotherapie, soll aber zum Röntgen. Habe ich der Schwester alles gesagt. Noch was? Danke, das war's. Fabelhaft. Was? Mein Verband? Es gibt's wirklich, die kleine Krankenschwester, die in den jungen Doktor verknallt ist. Die kleine Krankenschwester ist nicht die kleine Krankenschwester, sondern meine Frau. Noch. Wir leben seit einigen Monaten getrennt. Oh, Entschuldigung. Dann klappen wir mal das große Buch der Klischees schnell wieder zu. Aber ganz schnell. Hallo, Schwester Yvonne. Ach, hallo, Herr Frei. Ich will gerade zu Klaus. Ich weiß, ohne den Arzt dürfen Sie eigentlich gar nichts sagen, aber wissen Sie schon, wann er entlassen wird? Ich will seinen 50. nachfeiern. Das soll eine Überraschungsparty werden, verstehen Sie? Natürlich. Ja, sagen Sie, wollen Sie nicht auch kommen? Sie haben uns doch schon gestern mit Ihrem kalten Buffet verwöhnt. Marlene. Hallo. Hatten wir nicht abgemacht, dass ich bei Klaus hier in der Klinik bin? Was machst du hier?
Siegfried, das musst du Klaus fragen, nicht mich. Ist irgendwas? Ich weiß nicht. Ich glaube, Philipp ist gerade dabei, sich zu verlieben. Weiß er's schon? Naja, seiner Laune nach zu urteilen. Und wie geht's dir damit? Er kann doch machen, was er will. Ja, eben. Aber vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Aber wenn ich ihn so beobachte... Übrigens, ist sie ziemlich sympathisch. Tja, er hat eben Geschmack, sonst wäre er auch nicht auf dich gekommen. Komischerweise ist sie überhaupt nicht sein Typ. Ach, da sind wir Männer nicht so festgelegt. Interessante These. Ja, ich gehe dann mal. Sorgt ihr euch um mein Liebesleben? Wie kommst du denn darauf? Aber Frau Kleven gefällt dir, oder? Hm. Wieso? Wäre das ein Problem für dich? Für mich? Ich wünsche dir nur, dass es dir gut geht, weil ich dich immer noch mag. Wie einen guten Freund. Ich mag dich auch. Dann ist doch alles klar. Die Ärzte sagen, ich muss noch für ein paar Untersuchungen hier bleiben. Aber dann kann ich wohl nach Hause. Ist wahrscheinlich alles gar nicht so schlimm. Was hast du? Ich habe Marlene eben im Foyer getroffen. Und? Habt ihr gesprochen? Kurz. Ich habe sie gefragt, was sie hier will. Und sie hat gemeint, ich soll dich fragen. Was soll sie wollen? Sie macht sich Sorgen. Ihr trennt euch. Alles einvernehmlich. Du nimmst das Haus, zahlst sie aus, einen Anwalt. Siegfried, hör mal. Sie hat in unserem Leben überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Und jetzt bestellst du sie hierher. Das hast du doch, oder? Das verstehst du falsch. Klaus, dann erklär's mir bitte. Macht sie sich vielleicht Hoffnung, dass du wieder zu ihr zurückkommst? Wie kommst du denn auf sowas? Also Siegfried, wirklich. Marlene und ich, wir hatten etwas zu bereden. Aha. Plötzlicher Gesprächsbedarf. Ging es dabei zufällig um uns beide? Nein. Das heißt, doch. Ich habe sie um die Scheidung gebeten. Du hast was? Ja. Du und ich, wir sind zusammen. Und niemand sonst. Zu unserer fünften Modellflugzeugschau in Leipzig-Gohlis werden viele Besucher... Kleven. Ja, eigentlich sitze ich hier vor ein paar Krankenakten. Aber warum eigentlich nicht? In 20 Minuten? Ja, ich freue mich auch. Bis gleich. Guten Abend, Herr Doktor. Wie fühlen Sie sich? Ja, ganz gut. Wir haben einen Tumor im Pankreaskopf gefunden. Er ist klein, Sie haben großes Glück, dass er in diesem Stadium erkannt wurde. Oft erfolgt die Diagnose zu spät. Und wie geht's jetzt weiter? Ich möchte Sie operieren. Wir müssen den Tumor samt Pankreaskopf entfernen, die Gallenblase und Teile des Zwölffingerdarms. Mit der anschließenden Chemotherapie haben Sie eine gute Chance. Aber ich glaube, inzwischen wissen wir uns fachlich zu schätzen. Neulich wollte mich eine andere Klinik abwerben. Heilmann hat's verhindert. Dass Männer immer von ihren beruflichen Erfolgen erzählen müssen. Entschuldigung, langweilig Sie? Das tun Sie nicht, überhaupt nicht. Darf ich Sie mal was fragen? Ja. Wie ist es denn eigentlich so mit Ihrer Frau? Ich meine, wenn Sie sich jeden Tag in der Klinik sehen, das ist doch bestimmt nicht so einfach, oder? Tja. Sie müssen nicht antworten. Vielleicht kann ich es ja auch im großen Buch der Klischees nachlesen.
Nein. Ich glaube, jetzt wird's ernst. Gut. Sie hat ihn nach Aso gefragt. Schlecht. Unsere Trennung war schon sehr schwer. Wir haben es immer wieder miteinander versucht, aber es wurde bei jedem Mal... Naja. Aso will, dass ich glücklich werde. Und das Gleiche wünsche ich ihr auch. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg und versuchen, freundschaftlich miteinander umzugehen. Ich dachte, das gibt's nur im Film. Sie tragen immer noch ihren Ehering. Gewohnheit. Wie dieses Zimmer in der Pension? Eine Wohnung suchen. Das kann man nicht so übers Knie brechen. Im Internet, einen Vormittag. Also, wenn man wirklich will. Aber Übergangslösungen sind bequem. Das Dumme ist nur, man ist nicht wirklich offen für etwas Neues. Entschuldigen Sie, ich will Sie nicht in Verlegenheit bringen. Tun Sie nicht. Ich sag nur, wie es ist. Nein. Sie erzählen mir, wie Sie es gern hätten. Das ist ein Unterschied. Für mich leider der entscheidende. Klaus, ist dir annähernd klar, was morgen hier stattfindet? Und in den Monaten danach? Ja, aber es wird nicht leichter, wenn ich Siegfried jetzt anrufe und damit belaste. Er ist nicht so stark. Aber ich, ja. Ich habe auch Angst um dich. Glaubst du, es kostet mich keine Kraft, hier zu sein? Darüber hast du wohl überhaupt noch nicht nachgedacht. Marlene, ich brauche dich. Was du brauchst, ist ein bisschen mehr Vertrauen. Zu Siegfried und vor allem zu dir selbst. Mit deinem Rumgeier machst du alles nur noch schlimmer. Gib ihm eine Chance. Heute Morgen dachte ich noch, mit Carola, es könnte vielleicht was werden. Und offenbar meint sie es jetzt ein bisschen zu ernst, hm? Hätte ich kein Problem mit. Ey, das mit Asu ist vorbei. Aber... Irgendwie hat sie ihnen nicht geglaubt. Nee. Frauen wollen erobert werden, nicht besänftigt. Asu ist nun mal Teil meines Lebens. Was soll ich da machen? Jetzt erstmal nach Hause gehen. Ihr wollt mich auch nur loswerden. Roland, schläfst du? Es ist 3. Ich bin ja schon still. Was gibt's? Psch, schlaf weiter. Geht schon. Wusstest du, dass Philipp verliebt ist? So was interessiert euch, ne? Ja, wenn es dich so gar nicht interessiert, entschuldige. Ja, es ist eine Frau, die er bei uns kennengelernt hat. Nicht zufällig die mit der Melone? Doch, genau die. Das ist doch schön. Mit ihm und Arso wird sowieso nichts mehr. Du, ich mache mir Sorgen ums Charlotte. Kein neues Thema nachts um 3. Die Einnahmen gehen zurück, schon seit letztem Herbst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du schaffst es schon. Das sagst du nur, weil du deine Ruhe haben willst. Ehefrau will warten. Die ganze Zeit? Tja. Inniges Verhältnis. Ich weiß nicht, es gibt außerdem noch einen Lebensgefährten. Bei ihm. Interessante Konstellation. Für alle Beteiligten. Ich weiß gar nicht, wie die das geregelt kriegen. Ach, wer sagt denn, dass sie es geregelt kriegen? Wie lange braucht ihr? 4 Stunden bestimmt. Um 11 brauche ich den OP. Guten Morgen. Morgen. Brentano hat's erwischt. Ha. Meine Frau hat mir gestern einiges erzählt.
das hätte ich mir ja denken können. Guten Morgen. Frau Rieger, Herr Frey wusste nicht, dass... Ja, danke, Schwester. Kannst du mir mal sagen, was hier los ist? Ich erfahre ganz nebenbei, dass Klaus operiert wird und du machst... Setz dich bitte. Wir machen eine quere Oberbauchlaparotomie. Hast du eigentlich was von Martin gehört? Wie geht's ihm? Die Hüfte macht ihm noch Probleme, aber es geht aufwärts. Ich soll alle grüßen. Gruß zurück. Ich melde mich auch bald bei ihm. Ich habe im Moment so viel um die Ohren. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Seit wann weiß er das? Seit gestern. Wir haben doch gestern Abend noch telefoniert. Er hat nichts gesagt. Und ich sitze hier rum. Und er war's als Letzter. Ja, ich bin ja nur der Lebensgefährte. Hast du diese OP schon öfter gemacht? Warum fragst du? Ist nicht gerade ein gängiger Eingriff. Es blutet sehr stark. Ich glaube, wir kriegen ein Problem. Saugen. Mehr Licht. Blutet so stark, dass wir gar nicht sehen, wo es herkommt. Haben wir genug Konserven? Sind genügend da. Sein Blutdruck geht in den Keller. Der ganze Bauchraum ist voll. Weiter saugen! Siegfried, dass Klaus nicht offen zu dir ist, das ist euer Problem. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Du willst ihn nicht zurückhaben? Nein, und mir geht's gut damit. Das fällt mir schwer zu glauben. Glaub, was du willst. Marlene. Entschuldige. Ich weiß echt überhaupt gar nicht mehr, was ich denken soll. Was hat denn der Arzt gesagt? Es gab einen Zwischenfall, aber Klaus hat die OP gut überstanden. Mann, den entschuldige. Klaus hat mir erzählt, dass du in die Scheidung eingewilligt hast. Anfangs habe ich nur geglaubt, das wäre ein Trick von dir, aber... Siegfried, das ist jetzt... Hat er oder hat er nicht? Hör zu. Nein, du hörst zu. Geh zu Klaus. Bestell ihm schönen Gruß von mir. Ich sehe dir nicht wieder. Frau Weinert! Die ist doch im Vorbereitungsraum. Und warum weiß ich nichts davon? Hey, was ist denn mit dir los? Das mit der Scheidung habe ich doch nur gesagt, weil ich ohnehin vorhatte, dich zu fragen. Und damit er beruhigt ist. Hat leider nicht ganz geklappt. Das ist fast zum Lachen. Eigentlich wollte ich dich auf deinen Geburtstag um die Scheidung bitten. Ist es das, was du die ganze Zeit mit mir besprechen wolltest? Hast du jemanden kennengelernt? Das ist typisch. Männer trennen sich erst, wenn sie was Neues haben. Wir Frauen, wir gehen einfach, wenn wir es nicht mehr aushalten. Oder wenn wir frei sein wollen. Und du willst frei sein? Ja, so wie du. Ich muss jetzt gehen. Mach's gut. Du auch, Marlene. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Rieger. Schwester. Ja? Ich müsste dringend mal telefonieren. Das ist dir leider nicht erlaubt. Aber es ist wichtig. Lebenswichtig. Bitte. Ja? Ich bin's. Du? Siegfried, es tut mir furchtbar leid.
Aber ich wollte doch nur nicht, dass du dir Sorgen machst. Der Rest ist einfach unglücklich gelaufen. Glaub mir, ich will mich wirklich scheiden lassen, damit wir heiraten können. Unglücklich gelaufen? So geht man nicht um mit jemandem, den man liebt. Soll ich dir mal was sagen? Nicht ich habe ein Problem mit deiner Krankheit, sondern du selbst. Und wenn du mir nicht zutraust, dass ich dir dabei helfen kann, ja, dann halte ich doch weiter an Marlene. Falls es dich interessiert. Ich pack gerade. Tu das nicht, Siegfried. Ich verspreche dir, ich schwöre dir, dass alles anders wird. Du bist der Mensch, mit dem ich alles teilen will. Mein Leben. Oder das, was davon noch übrig ist. Wenn ich diese... Na? Alles geregelt, Herr Rieger? Das kann man nur sagen. Mein Freund sieht gerade aus. Oh. Das tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint vorhin. Wie ist die OP verlaufen? Gut. Ich weiß nicht, was momentan mit mir los ist. Hat das vielleicht etwas mit Frau Kleven zu tun? Nein. Nein, nicht direkt. Oder geht es um uns beide? Wir haben doch gesehen, dass das nicht gut geht mit uns. Ich habe sie übrigens gerade getroffen. Sie ist zum Verbandswechsel in der Notaufnahme. Danke. Es ist zwar nicht korrekt, was ich jetzt mache, aber ich muss mal telefonieren. Ist irgendwas? Nein. Frau Rieger, hier ist Schwester Yvonne. Auch diese Dramatik konnte ich Klaus nicht bieten. Deine Sprüche kannst du dir sparen. Siegfried, wir lassen uns scheiden, damit ihr endlich heiraten könnt. Ich wollte das schon auf dem Fest mit Klaus besprechen. Und damit kommst du jetzt? Jetzt hör mal zu, mein Lieber. Es ist nicht komisch, wenn man 15 Jahre mit einem Mann verheiratet ist und dann als die Frau aus seiner Heterophase abgelegt wird. Aber wenn ich definitiv eins weiß, es ist vorbei. Ich glaube, du willst mich nicht verstehen. Klaus ist todkrank und ich erfahre nichts davon. Wen ruft er an? Dich ruft er an. Siegfried, bitte. Er braucht dich mehr als je zuvor. Ihr gehört zusammen. Klaus und ich, wir sind Freunde, nur Freunde. So wie du und ich, wenn du jetzt mit mir zu ihm in die Klinik fährst. Ich habe eben mit einem anderen Arzt gesprochen. Er hat mir den Verband schon abgenommen. Er musste zu einem Notfall. Na, so ein Zufall. Was ich noch sagen wollte, wegen gestern... Dr. Brentano, Philipp, entschuldigen Sie, ich glaube, ich bin einfach nicht gut in romantischer Plauderei bei Kerzenschein. Es tut jetzt gleich ein bisschen weh. Sie sagen die Dinge, wie sie sind. Und haben mit vielem Recht. Au. Natürlich hatte ich Lust, den Abend gestern mit ihm zu verbringen. Wir hätten uns ruhig noch ein paar Schnurren aus dem Leben erzählen können. Aber sie machen nicht den Eindruck, als wenn sie sich wirklich schon entschieden hätten. Ich bin nun mal für klare Verhältnisse. Auch wenn ich dann allein bin. Und wenn ich Sie noch um etwas Geduld bitte? Manche Wunden brauchen Zeit, um zu heilen. Wem sagen Sie das? Und diese Wunde, könnten Sie mir jetzt langsam mal verbinden? Wie kommst du nur darauf, dass sich zwischen uns was ändert, weil du krank bist? Weil das hier nur der Anfang war. Die Operation habe ich ja überstanden. Weißt du, worauf du dich einlässt? Versuch nicht immer vollkommen zu sein. Das ist für alle Beteiligten ziemlich anstrengend. Die Scheidung ist beschlossene Sache.
Macht's gut, ihr beiden. Ich ruf dich an, wenn's was Neues gibt. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, das geht. Das übernächste Wochenende könnte ich tauschen. Gut, danke. Da wird Yvonne sich aber freuen. Sie wollte nämlich... Ach so. Ja, alles okay. Übernächstes Wochenende. Ich muss einmal Medikamente ausgeben. Gut, also dann bis morgen. Sonst holst du mich immer ab. Wir haben seit 10 Minuten Feierabend. Gernot, ich bin sofort fertig. Was war denn mit Schwester Asu? Die wirkt ja so geknickt. Ach, was meinst du, wie lange ich schon Schwesternzimmerdramen beobachte? Deshalb hängst du auch so in deinem Schwesternzimmer. Jetzt nicht mehr. Jetzt will ich nur noch nach Hause. Gut. Ich zieh mich schnell um, ja? Was mich fasziniert, sind die Materialien. Metall, Kunststoff, Acryl. Und die Vorstellung, ein altes Gelenk durch ein neues ersetzen zu können. Wenn ich das nächste Mal mit Roland komme, verlange ich genau denselben Aufwand. Solange du keine Warzenmelone bestellst. Welches Gelenk haben Sie denn am häufigsten ausgetauscht? Ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber es ist das Knie. Das Knie? Ganz eindeutig. Was ist heute Abend eigentlich mit Frau Kleben los? Sie hat kaum was gegessen. Du hast ja wohl überhaupt keine Ahnung. Sie hat keinen Appetit, weil sie verliebt ist. Aha.